Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Train Simulator 2019. Ja, heute sind wir mal wieder unterwegs auf der S-Bahn Rhein-Main und zwar mit dem neuen Wehrsystem Aufgabenpaket. Was heißt Paket? Das ist halt eine Aufgabe. Mal wieder mit einem neuen Ingo Ruff Ansagenpaket. Wir fahren mit der S6 nach Friedberg. Zug ist aufgerüstet, das habe ich auch eingestellt. Zugfunk ist angemeldet. Gut, dann schaue ich mal noch kurz in die LA. So, da. Ah ja, Baustelle in der Galluswarte. Gut, dann schaue ich jetzt mal, dass ich in den Bahnhof komme. Hier Fahrdienst Frankfurt Süd. Grüß dich, der Lukas hier auf 623. 35336 ist fertig für den Bahnsteig. Einmal für den 35336 in den Südbahnhof. Richtig. Alles klar, dir noch einen ruhigen Dienst. Tschö. Dir auch, tschö. Mal wieder echt schön, wieder schön aufwendig alles produziert hier, so mit Geräusch im Hintergrund, Lagucken und Fahrdienst. Finde ich echt wieder schön. Anzeige ist ja auch schon eingestellt für Friedberg. So, wir können. Auf geht's. S4 nach Kronberg. Kronberger Bahn. Das Paket bzw. die Aufgabe kostet 9,95 Euro. Beinhaltet einmal eine Sommer Edition sowie Winter Edition. Natürlich wieder alles aufwendig produziert und natürlich mit Ingo Ruff Ansagen. Abfahrt ist hier um 20.24 Uhr. Ich habe mir die Sommer-Edition ausgesucht, weil wir dann schön durch die Abenddämmerung fahren. Natürlich AP-Wetter habe ich auch hier installiert, ist nicht mit enthalten, aber man kann sich hier selbst installieren für die S-Bahn Rhein-Main. Einfach die Dateien hineinkopieren und fertig. Auch wieder hier sind ZZAs hier an den Bahnhöfen. Noch mal eine Tischsteuerung ein. Information für Fahrgäste mit AT Galluswarte. Wegen Bauarbeiten entfällt der Halt auf allen S-Bahnlinien an der Station Galluswarte. Nutzen Sie alternativ für die Straßenbahnlinien 11, 14 und 21. Die Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen. Echt schön gemacht. Ansagen. Ihre Vorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Fahren mit 2 Einheiten. Dauert dreifach, Kurse aber eher morgens. Ich glaube, das hatten wir bei der letzten Fahrt, ne? Von der Frankfurt Süd Depot. Da fuhren wir, glaube ich, dreifach. Genau, S4 fährt als erstes ab. Kommt die S6. S4 nach Kronberg fährt aus. Fahren wir auch gleich knallhart hinterher. Link natürlich zum Aufgaben-Add-on schicke ich euch in die Videobeschreibung.
Lost, oh, verdammt. Es ist nicht mein Zeitplan. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt, Lokalbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bei diesem Let's Play werde ich nicht so viel kommentieren, weil ihr euch die angenehmen Ingo Ruff-Ansagen euch anhören sollt. Zwischendurch gibt es dann von mir auch mal einen Kommentar. Ich hätte da halten sollen. Ja, da bei Vollzug. Na, ist auch egal jetzt. Ja, wunderbar. Schon mal frei, das ist schon mal gut. Nächste. Ist viel Verkehr. Nächster Halt, Ostendstraße, Europäische Zentralbank. Next stop, Ostendstraße, European Central Bank. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left. Rechts die Strecke aus Offenbach. Das war eine Strecke.
Fahrplan ist natürlich hier wieder sehr straff. Also 3 Monate, habe ich gelesen, hat das gedauert hier. Nächster Halt. Konstablerwache. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. 3 Monate hat es gedauert, das hier zu veröffentlichen. Das ist schon eine Menge Arbeit. Ah, da ist die U-Bahn. Nächster Halt, Hauptwache. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Den 423 fahre ich echt sehr gerne hier von RWA. Mit RMV hier. Das ist echt cool. Cooles Ding. Von DTG kannst du die Tonne kloppen. Ich freue mich schon, wenn der Quietschi von Influenzo kommt. Kannst du auch den von DTG in Müll schmeißen. Da freue ich mich schon. Erstmal alle Szenarien. Ja gut, die meisten, die ich dann fahren möchte, dann erstmal ändern. Alle jetzt nicht. Dafür ist mit Aufwand zu groß. Zwei bleiben. Reger KI-Verkehr, so wie es sich gehört hier für eine Metropole wie Frankfurt, damit das auch hier so realistisch rüberkommt. Nächster Halt, Taunusanlage. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
pünktlich. Genau, Gallusvater sollen wir ja nicht halten, ne, genau, das sind Bauarbeiter. Zurückbleiben. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left. Fahrgäste, bitte beachten Sie folgende Durchsage. Aufgrund von Bauarbeiten an der Station Galluswarte ist der nächste Halt unseres Zuges Frankfurt Messe. Fahrgäste mit dem Ziel Galluswarte steigen bitte hier am Hauptbahnhof in die Straßenbahnlinien 11, 14 und 21 um. Keine Ahnung, ob das Fahrgastraum nicht jetzt im Tunnel aus war, ist auch egal. Wir fahren ja hier nicht in der Realität. Licht vielleicht mal kaputt oder so, keine Ahnung. War echt schön mit den Ansagen hier, das macht echt Spaß. Jetzt geht wieder oberirdisch weiter. Nächster Halt. Messe. Next Stop. Frankfurt Fair. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Exit to the left. Raus aus dem Schacht. Ja, hier am Hauptbahnhof gibt es immer so einen Ruckler. Das ist halt normal. Ist man ja gewohnt. Ah, wer fährt denn da? Dosto. Parallelfahrt mit Dosto. Verspäteter RE30. Nach Kassel.
Oh, haben wir 9 Minuten Aufenthalt oder was? Ein bisschen Aufenthalt. Knapp 9 Minuten. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie bitte für einen bewusstlosen Fahrgast einen Krankenwagen rufen? Der liegt im mittleren Zugabteil. Ich glaube, der hat einen Herzinfarkt. Ja, natürlich. Ich rufe sofort einen Krankenwagen und komme dann. Alles klar, danke. Triebfahrzeugführer 35336. Ich brauche einen RTW zur Station Messe. Medizinischer Notfall bei einem Fahrgast im Zug. Ich wiederhole, hier Triebfahrzeugführer 35336. Ich brauche einen RTW zum Bahnhof Messe. Medizinischer Notfall bei einem Fahrgast im Zug. Und hier der 35336. Und hier ist der Fahrdienstleiter. Notruf ist eingegangen und RTW wird bestellt. Kannst du mir noch kurz sagen, wo sich die Person im Zug befindet? Ja, die Person befindet sich in der Mitte des vorderen Zugteils. Gut, ich gebe es an die Rettungskräfte weiter. Melde dich bitte noch einmal, wenn es dann weitergehen kann. Alles klar, danke. Ich gehe jetzt mal hinter zum Fahrgast und schaue, was los ist. Gut, alles klar. Verehrte Fahrgäste, wegen eines Notarzteinsatzes hier im Zug wird sich unsere Weiterfahrt verzögern. Wir bitten um Ihr Verständnis. Was das für ein Aufwand ist, ey, so eine Aufgabe zu machen mit den ganzen Sounds und den ganzen... Gott, Fahrdienstleitern, dass er da spricht, das. Also Hut ab. Also da finde ich den Preis von 9,95 € dann auch dementsprechend gerechtfertigt. Weil, ich meine, Ingo Ruf spricht die Ansagen nicht einfach so, ne? Das kostet ja auch Zeit, muss ja aufnehmen, vertonen und alles, ne? Das ist sicher auch dann irgendwo lohnt. Ich meine, 9,95 € ist dann auch okay. Dafür, dass auch zwei Versionen dann mitgeliefert werden, einmal Sommer und Winter. Es wäre natürlich noch geil, wenn da so die RTW-Leute kommen würden, ne? So. Das wäre geil. Tatütata. Das sind die, nach Kassel Wilhelmshöhe. Von Karlsruhe. Na, der cheat. Nett hier. Oh, er kommt da. Der nächste Intercity nach Karlsruhe.
Also. Leider wird sich die Weiterfahrt wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis verzögern. Wir werden Sie weiter informieren. Oh, Van Hul. Hätte ich jetzt Winter Edition genommen, wäre es, glaube ich, jetzt ziemlich stockduster geworden und das macht dann auch keinen Spaß. Was man alles so aus dem Train-Simulator so rausholen kann in der Aufgabe. Ne? Also im Train Sim World gibt's das ja gar nicht. Wir müssen mal trinken. Da kommt ja schon der nächste Mist raus. Die 155. Ich sag ja nicht, dass die 155 Mist ist. Na, dann melde ich mich jetzt Fahrrad. Und hier ist der Fahrdienstleiter. Und nochmal der 35336. So, das Ganze ist jetzt beendet. Ging zum Glück schnell über die Bühne. Der Fahrgast lag bewusstlos mit einem Verdacht auf einen Herzinfarkt im Fahrgastraum. Ja, ich bin dann wieder zur Weiterfahrt bereit. Alles klar, dann nach 35336 weiterfahren. Alles klar, tschö. Ich sag ja nicht, dass der Stasi-Container, Hochleistungscontainer scheiße ist, aber. Oh, Lampen sind lange, Bahnsteigleuchten. Meine TS. Für den TS fahre ich die ab und zu sehr gerne mit dem Trainbox Sound Update da, aber. TS wenig. Jetzt müssen wir 25 bis dahin kriechen. Verdoof, ja.
Nächster Halt, Frankfurt West. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Haben wir überhöht hier. Hintergrund der Taunus. E für Ginnheim. Machen wir mal ein Foto hier. Passt so schön da mit dem Tower da. Zurückbleiben. Links geht es in Richtung Rödelheim, S3 Bad Soden, S4 Kronenberg und die S5 nach Friedrichsdorf. Zwang jetzt ab. Nächster Halt, Eschersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Biegen wir auf die Main-Weser-Bahn ab. Nein. Heutzutage sieht man links so eine Baustelle, das ist ja der Beginn der viergleisige Ausbau der Main-Weser-Bahn bis Bad Vilbel. Das Überholgleis hier in Ginnheim gibt es ebenso wenig mehr. Oh, Panzer. Mal gestellt weg im Heim.
Eschersheim. Zurückbleiben. Nächster Halt: Frankfurter Berg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Heutzutage ist hier eine Dauerala mit 90, deswegen die 130 ist auch schon mehr real. Ist ja zu früh. Komm. Aber was heißt zu früh? Wir haben eh schon Verspätung. Nächster Halt: Berkersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Berkersheim.
kommst. Nächster Halt, Bad Vilbel Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Links unten das Flüsschen Nidda. Normalerweise müsste hier jetzt ein GPA irgendwo liegen. Na gut, der ist wahrscheinlich hier jetzt nicht verbaut. Ich weiß auch nicht, ob dieses Upgrade da auch mit der neuesten Version hier von S-Bahn Rheinbahn funktioniert, weil ich meine, da hätte ich was gelesen. Deswegen, ich habe es mir jetzt auch nicht installiert. F für Friedberg. Nächster Halt, Bad Vilbel. Umstieg zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Heizen.
Zurückbleiben, Enttünstchen. Auf den Tisch. Rechts zweigt das nicht elektrifizierte Stockheimer Lieschen nach Glauburg-Stockheim ab. Nächster Halt, Dortelweil. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bisschen verbremst. Naja, immerhin. Ist auch egal. Wenn man lange den 423 nicht gefahren ist. Nächster Halt, Großkarben. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Nächster Halt, Okarpen. Nächster Halt, Okarpen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zu bleiben. Nächster Halt, Niederwöllstand. Nächster Halt, Niederwöllstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Güterzug mit Connex Lok.
einmal Weichen putzen. Nächster Halt, Bruchenbrücken. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Letzter Halt vor Friedberg. Hier müssen wir halten. OBR-System baut an einem Güterzug-Szenario von Sardin nach Bitterfeld. Das wird auch ganz interessant. Das sehe ich gerade. Das wird dann auch auf meinem Kanal dann irgendwann mal kommen. Als Let's Play. Hört sich sehr interessant an. Ist wieder zwei Versionen, einmal mit TTB-KI-Rollmaterial oder mit 3D-Zug. Das ist ja auch wieder aufwendig. Den muss ich ja zweimal machen mit KI. Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. Weiter geht's. Nächster Halt, Friedberg. Umstieg zum Regionalverkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund würden sich freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
So, wir erreichen Friedberg. Hier endet das Let's Play zum Wehrsystem-Szenario. S6 nach Friedberg mit Ingo Ruff, die Stimme der Deutschen Bahn. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, einen Kommentar drunter schreibt. Und ja, vielen Dank nochmal an Wehrsystem für das super tolle Szenario. Hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, es sich zu kaufen für 9,95 €. Der Preis ist völlig gerechtfertigt und völlig okay für den Aufwand hier. Bis dahin sage ich euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mich wird natürlich auch eure Meinung interessieren, was ihr von dem Szenario haltet. Ich denke mal, es wird eine sehr positive Resonanz geben. Und ich freue mich natürlich auch auf weitere Wehrsystem-Szenario-Packs, sowie auch auf das Güterzug-Szenario, was da für Sedin kommen wird. Das wird auch ganz interessant, da muss man sich den Zug irgendwie zusammenstellen, Rangierbegleiter ansagen. Und das wird auch sehr spannend. Also, bin zwar nicht so ein Fan von Güterzugaufgaben, aber sowas, das hört sich schon sehr schmackhaft an. Links die nicht elektrifizierte Strecke der HLB aus Friedrichsdorf und rechts die Strecke aus Hanau, die auch zu Umleitungszwecken rege genutzt wird. Wenn natürlich hier was ist, dann ist die Strecke auch sehr belastet, sehr stark belastet, auch im Raum Hanau, weil da ja natürlich auch noch die Strecken aus Fulda und aus Würzburg kommen und die nicht elektrifizierte Strecke aus Richtung Eberbach, die Odenwaldbahn. Endstation Friedberg. Bin mal gespannt, wann es mal wieder einen Aufgaben-Add-on gibt mit Ingo Ruff für Nahverkehrsszenario, also Regionalzug. Das letzte war ja hier dieses Glob Berlin-Leipzig. Bin ich auch mal gespannt, ob mal wieder eins gibt. Würde mich für Münster-Bremen freuen, wenn sowas kommt. Hier den RE9 mit Ingo Ruff oder so. Ja gut, da gibt es ja die schon. Ja. Aber mal gucken. Oder für Berlin-Leipzig wieder. Endstation. Dieser Zug endet hier und fährt nach kurzem Aufenthalt weiter als S6 nach Frankfurt Süd. Ein fahrender Zug auf der Linie endet hier auf der Seite eines S6 nach Frankfurt Süd. Fahren wir den Abfahrt 21 Uhr. So, Schluss leuchtet, Federspeicher ist auch fest, dann gönne ich mir jetzt erstmal einen Kaffee. Sehr gut, den gönne ich mir jetzt auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit.
Das Szenario ist abgeschlossen. Gut gemacht, Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Tschüss!